Regina, was tust du denn hier? Ich war mal auf der Toilette. Du bist aber über den Hinterhof gekommen. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Umweg, oder? Ich wollte frische Luft schnappen und war noch etwas draußen. Na, das muss ja eine besonders frische Luft sein zwischen all den Müllhaufen. Also, mir ist nichts aufgefallen. Ich habe mir den Himmel angesehen. Du schwebst jetzt also in höheren Sphären, sehe ich das richtig? Denk, was du willst. Ich treffe dich immer wieder an den ungewöhnlichsten Plätzen. Was ist denn hier so ungewöhnlich? Bunny ist nun mal ein Freund und ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Wir haben jetzt etwa 18 Uhr und befinden uns im Bunnys Dschungel, wo man hingeht, um Leute zu treffen und zu essen und zu trinken. Mom und ihre Freundin Laura. Worüber sie wohl sprechen werden, fragen wir sie doch. Hi Mom, hi Laura. Ach, Brandon, was tust du denn hier? Oh je, weißt du eigentlich, was das Schönste nach den Weihnachtsfeiertagen ist? Die große Tauschaktion in den Kaufhäusern. Ja, genau. Einmal hatte ich 2 Monopoly-Spiele und 3 Kaffeemaschinen. Na, ein Glück, dass es Flohmärkte gibt. Das ist wirklich eine sehr gute Einrichtung. Wofür war das? Dafür, dass du geholfen hast, so ein wunderschönes Weihnachtsfest für unsere Tochter zu veranstalten. Überhaupt für die tollsten Feiertage meines Lebens. Wenn du erst wüsstest, was ich für das neue Jahr in petto habe. Ich glaube, das neue Jahr wird unser Jahr, Liebling. Ich sage dir, ich kann es regelrecht bis in die Knochen spüren. Und in welchen Knochen genau? Da nicht. Oh, du kriegst ein Paket. Sie wollten es bringen, aber sie haben keinen angetroffen. Kein Name? 92262, ist das nicht Palm Springs? Ja, ich glaube schon. Ich nehme an, dass das wieder so ein Standardgeschenk von irgendeiner Firma sein wird. Wen kennst du denn noch in Palm Springs außer Sascha? Ach, da kenne ich eine ganze Menge Leute. Und nebenbei gesagt, Sascha ist da nicht mehr. Doch, doch, sie ist dort, Mason. Sie ist über die Weihnachtsfeiertage hingefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mir was zu Weihnachten schicken würde. Naja, spätestens morgen früh werden wir herausgefunden haben, wo es herkommt. Ach, übrigens, da fällt mir ein, dass ich noch einige Dinge aus der Drogerie brauche. Vielleicht fahre ich bei der Gelegenheit vorbei und hole das Ding hier ab. Soll ich vielleicht mitfahren? Oh, wirklich süß von dir, Schätzchen, aber ich weiß doch, wie erledigt du von der ganzen Einkauferei bist. Bleib nur schön hier, mach's dir richtig gemütlich und wenn ich wieder zurück bin, veranstalten wir 2 ein leckeres Truthahnreste-Essen. Gut, beeil dich. Mach ich. Du bist eine sehr verführerische Frau, Kelly, und ich habe dir eine Zeit lang aus der Hand gefressen, aber du wirst mich nicht dazu bringen, hier gemeinsame Sache mit dir zu machen. Daraus wird nichts. Hast du jemals darüber nachgedacht, Robert, dass ich das vielleicht genauso für meine Familie wie für dich tun würde? Damit wird der Übergang zurück in die Firma doch ein wenig leichter. Welche Gründe du auch immer hast, ich bin nicht interessiert, okay? Das war ein sehr gutes Essen, aber ich muss gehen. Ich bin mit Renfield verabredet. Wir haben noch einiges vor dem Treffen mit deinem Vater zu besprechen. Renfield, sie ist dir gewiss eine Hilfe. Sie kennt meinen Vater sehr gut. Hör zu, mir ist klar, dass ich dich ziemlich bedrängt habe. Bedrängt? Ja, bedrängt. Aber es ist für mich unheimlich wichtig, dass ich mich vor meiner Familie beweise. Es wird dir hier nicht ganz neu sein. Ich habe Talent. Nicht nur fürs Geschäftliche. Ach ja. Ich weiß, dass du manchmal ziemlich wütend auf mich bist, aber ich weiß auch, dass du meine Fähigkeiten respektierst. Ja, das stimmt. Und ich muss zugeben, oft überraschst du mich. Und deswegen interessiere ich mich für eine Aufgabe in deiner neuen Organisation. Es ist nicht so leicht, meine Familie zu verblüffen. Ich bewundere deine Hartnäckigkeit, aber die Antwort ist endgültig nein. Ich glaube einfach ausgedrückt, du bist dir gegenüber nicht ganz ehrlich, was deine Motive betrifft. Und jetzt bringe ich dich zu deinem Berater. Ich würde ganz gerne noch eine Weile hierbleiben. Ich finde, der Abend ist wunderschön. Tu mir einen Gefallen, nimm die Partybeleuchtung mit, wenn du dann gehst, okay? Ja, ei, ei, Captain. Renfield? Hallo, hier ist Kelly Capwell. Robert ist beschäftigt, aber er hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass das Treffen mit meinem Vater auf einen anderen Termin verlegt wurde. Also, Sie brauchen heute Abend nicht ins Büro zu kommen. Danke. Ah,
Hier, das ist für Sie. Danke. Sie sind Bunny, nicht wahr? Ja, wurden wir uns schon. Nein, wurden wir bis jetzt nicht. Aber ich habe Sie schon sehr oft gesehen und sehr viel von Ihnen gehört. Hoffentlich war es nichts Schlimmes. Nein, nur Gutes. Oh, und darf ich wissen, wer Sie sind? Ich bin Sascha Schmidt. Sascha Schmidt. Hallo? Ist mir ein Vergnügen. Zuallererst ist es mir ein Vergnügen, wie es für jeden Mann ein Vergnügen ist, eine so wunderschöne Frau wie Sie kennenzulernen. Nehmen Sie das nicht als persönliche Bemerkung, ich meinte das objektiv. Genau so habe ich es verstanden. Und was ist der zweite Grund? Weshalb ist es noch ein Vergnügen für Sie? Och, na, der andere Punkt, wissen Sie, der ist nicht so von Bedeutung. Sie sind ein neuer Gast bei uns. Wissen Sie, in letzter Zeit sind unsere Umsätze nicht gerade beeindruckend. Ich dachte, mit meiner Kochkunst und der Piano-Bar könnte ich die Leute anlocken, aber da sieht man mal wieder, Hochmut kommt immer vor dem Fall. Aber Sie kommen mir ehrlich gesagt gar nicht so hochmütig vor. Ich bin stolz und anmaßend. Ich weiß, das sollte man nicht sein, aber ich kann dagegen nichts machen. Ach, Sie ahnen nicht, wie ich dagegen ankämpfe. Ach, was rede ich hier überhaupt? Bitte verzeihen Sie mir, ich belaste Ihre wunderschönen Ohren nur mit meinen Glauben Sie mir, es ist gut, wenn ich hin und wieder mal von meinen eigenen Problemen abgelenkt werde. Probleme sollte eine wunderbare Frau wie Sie eigentlich nicht haben. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin oft nicht ganz artig gewesen. Aber Bunny, Sie wissen doch, was in diesen Nachtclubs los ist. Bei meinen Auftritten in Las Vegas hatte ich so... Las Vegas? Natürlich, jetzt ist alles klar. Sie war eine klasse Nummer, das sehe ich Ihnen doch regelrecht an. Tänzerin? Showgirl? Sängerin. Ich habe in diesen Clubs gesungen. Meine Kopfhaut fängt gerade an zu jucken. Ist irgendwas? Wenn ich so unvermutet dem Schicksal begegne, hat das immer diese Wirkung auf mich. Da sitze ich hier und beklage mein Los und schon fällt mir die mögliche Lösung genau in den Schoß. Natürlich, bildlich gesprochen. Sie verstehen... Sascha, bitte erweisen Sie mir die Ehre und singen Sie ein Lied für mich. Jetzt? Aber natürlich, warum nicht? Da drüben steht ein Flügel und der Pianist wird Ihnen alles spielen, was Sie möchten. Oder bin ich vielleicht zu anmaßend? Wieso nicht? Mehr als schiefgehen kann es nicht. Das wird es nicht. Kommen Sie bitte. Dusty. Diese wundervolle, schöne junge Frau singt jetzt ein Lied für uns. Was wollen Sie singen? You Made Me Love You? Kein Problem, sicher, gern. Ich kann Ihnen keine Gage zahlen wie in Las Vegas, aber brauchen Sie einen Job? Habe ich einen für Sie. Wissen Sie, Bunny,
Möglicherweise ist das einfach Vorsehung. Es geht mir eigentlich nicht mal um das Geld. Ich genieße nur das Gefühl, da will mich jemand. Sascha, dass wir zwei uns getroffen haben, war wahrscheinlich wirklich Schicksal. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, ich muss zu einem Gast. Sie haben wundervoll gesungen. Danke sehr. Sehr überzeugend. So, als käme es aus Ihrem Herzen. Ich habe es einfach so gefühlt. Bei allem Respekt, Sascha. Das hat dieser Kerl nicht verdient. Die Feiertage, das ganze Getue, das macht mich fertig. Aber man gewöhnt sich ja an die Situation, wenn man mit einem verheirateten Mann zusammen ist. Anthony war stets bei seiner Familie zu Weihnachten und ich war allein und hatte viel Zeit zum Grübeln. Dieses Jahr war einfach nur härter als früher. Es ist mir, um ehrlich zu sein, fast unmöglich, Ihr Verhältnis zu diesem Mann zu begreifen. Vielleicht die finanzielle Seite. Ich habe manchmal selbst Schwierigkeiten, mir darüber klar zu werden. Aber ein Jahreswechsel ist eine günstige Zeit, etwas Neues zu beginnen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Renfield, na endlich! Ich hoffe, Sie werden mit diesem verworrenen Mist besser zurechtkommen als ich. Ach, wen haben wir denn da? Renfield hat gerade angerufen, als du gegangen warst. Sie kann nicht kommen. Sie hat einen total vereiterten Zahn und hat furchtbare Schmerzen, die Ärmste. Oh, das ist ja schlimm. Und was für ein Zufall, hm? Tja, aber sowas kann leider vorkommen. Du sprachst gerade von verworrenem Mist. Das nehme ich selber in die Hand. Danke. Tatsächlich? Ja, irgendwie packe ich das schon. Bist du sicher? Ich bin absolut sicher. Hörst du, Kelly? Hundertprozentig. Weißt du, was du hier noch nicht berücksichtigt hast? Das ist der pro Barrel gängige Rabatt, den wir bei jeder Beteiligung zu kriegen haben. Und wenn ich sage wir, ist selbstverständlich Capital Enterprises gemeint. Ich wusste es, du bist eine Expertin. Mein Vater ist, solange ich lebe, im Ölgeschäft gewesen. Und ich war zuständig für die Bohranlagen, als du Capital Enterprises geführt hast. Heißt das, du hast dich darum gekümmert, während du die Tourismusabteilung geleitet hast? Ja, das habe ich zusätzlich getan. Immerhin habe ich Öl in meinem Blut. Tja, ich schätze, du verdienst dafür so eine Art Belohnung, hm? Denke ich auch. Also, kann ich jetzt endlich aufhören, mich zu beweisen? Wir könnten mit der Arbeit anfangen. Mein Vater kommt bestimmt gleich. Aber ich will vorher klarstellen, dass das keinesfalls für die Ewigkeit ist. Ich sehe das lediglich als Aushilfsjob. Wenn du diese Bedingung akzeptierst, können wir anfangen. Ich bin so unglücklich, Liebling. Du hast überhaupt nichts Schlechtes getan und jetzt musst du das hier durchmachen. Bitte, alles jetzt mach doch aus mir keinen Märtyrer. Du weißt doch ganz genau, dass ich ein Verbrechen gedeckt habe. Und damit meine eigene Haut wohl genauso gerettet habe wie deine. Aber das hättest du auch gemacht, wenn deine Karriere nicht auf dem Spiel gestanden hätte. Ja, wer weiß, das werden wir nie herausbekommen. Ethan, ich muss dir ein wichtiges Geständnis machen. Wirklich? Schon wieder eins? Ich habe es einfach nicht mehr aushalten können, hier allein im Haus herumzusitzen und zu warten. Also bin ich auch in den Dschungel gegangen. Wie bitte? Scheinbar ist dir ja völlig egal, was ich sage. Ich sagte dir, du solltest zu Hause bleiben. Aber du musstest dich in Gefahr begeben. Wieso eigentlich? Bist du so neugierig? Deswegen bist du doch selbst zurückgegangen. Na, was soll's? Ich habe jemanden gesehen. Wen? Gina. Und zwar kam sie durch die Hintertür, die in den Hof führt. Und auf einmal stand da vollkommen unerwartet Brent mit seiner Videokamera und der filmte, wie wir uns unterhielten. Als sie gemerkt hat, dass die Kamera wirklich lief, ist sie völlig verrückt geworden. Hatte sie eine Tasche dabei? Nein, aber es könnte sein, dass sie das Geld einfach in ihr Portemonnaie gesteckt und die Tasche weggeschmissen hat. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich meine, wenn sie wirklich der Erpresser wäre, dann wäre sie über den Hinterhof verschwunden und niemals zurückgekehrt. Also, ich kann einfach nicht glauben, dass du sie schon wieder entschuldigst. Ich meine, Gina war ganz genau zu dem Zeitpunkt an ganz genau dem Ort, der von dem Erpresser für die Übergabe vorgeschlagen worden ist. Hör mal, wieso ignorierst du das einfach? Jetzt warte mal, wieso denkst du denn, dass Gina irgendwas Geheimnisvolles gemacht hat? Sie geht doch öfter dorthin. Zufälligerweise ist der Besitzer einer ihrer besten Freunde. Da ist nichts Unnormales dran. Du kannst nicht einfach jemanden eines Verbrechens anklagen, ohne die Spur eines Beweises. Mein Gott, das ist ja nicht zu fassen. Ich finde, du lässt dich so von dieser Frau beeindrucken und bist so vernarrt in sie, dass du das, was offensichtlich ist, einfach abstreitest. Mac. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen, aber ich wollte einfach wissen, wie es Laura geht. Fragen Sie sie am besten selbst. Hallo, Mac. Tja, ich muss jetzt gehen.
Du kommst gerade richtig. Das ist so ein Moment, wo es gut tut, wenn ein Freund da ist. Jedenfalls habe ich durch diese Arbeit eine ganze Menge über die Tourismusbranche mitbekommen. Das waren jetzt nur einige Ideen, aber ich habe noch ein paar mehr. Zum Beispiel hättest du doch hier diese Hotelkette. Also wenn du expandieren willst, solltest du unbedingt... Kelly, was tust du hier? Ich wahre hier nur die Interessen der Familie. Das mache ich lieber allein, also bitte geh. Das werde ich nicht tun. Ich möchte... Kelly, du überprüfst jetzt erstmal die Bankauszüge von den Bahamas. Du musst nicht gleich auf die Bahamas fliegen, sondern kannst nebenan den Computer benutzen. Es ist kein guter Anfang für unser Treffen. Das ist äußerst bedauerlich. Aber ich denke, es endet trotzdem noch gut. Sie werden die Tagesordnung kennen. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen Carpool Enterprises zurück. Was halten Sie davon? Zu welchem Preis? Zu dem, den ich bezahlt habe. Viel zu teuer. Wenn ich es überall anbiete, klettert der Preis bestimmt noch weiter nach oben. Sie wissen verdammt genau, dass ich um den Preis niemals falschen würde. Ich will das Unternehmen zurück. Sie und Tonnell haben einige Abteilungen fast zugrunde gerichtet. Capwell Oil ist im Moment in schlechtes... Kelly hat mich über die Situation schon aufgeklärt und sie hat mir eine Lösung vorgeschlagen, die ich einfach brillant finde. Haben Sie übrigens schon gemerkt, dass Sie sehr viel Talent fürs Ölgeschäft haben? Es wird Ihnen nicht viel helfen, wenn Sie jetzt Ihr Leben zerstören. Was wollen Sie von meiner Tochter? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass sie Ihnen was bedeutet. Oh nein, will ich nicht. Sie sind doch hinterhältig. Sie wollen an Eden ran und nutzen Kelly aus. Wenn ich Sie wäre, würde ich wenigstens versuchen, mich so lange mit Beleidigungen zurückzuhalten, bis ich die Firma wieder habe. Wieso? Ist das eine Drohung? Nein, ich lege es Ihnen nur nahe, wissen Sie. Meine Geduld ist auch irgendwann zu Ende. Wie wäre es, wenn ich Ihnen was nahelegen würde? Also mein Rat wäre, Sie sollten sauber aus der Sache herauskommen. Am besten verschwinden Sie ganz schnell aus unserem Leben, wie wäre es? Vielleicht werden Sie sich daran gewöhnen müssen, dass ich jetzt zu Ihnen gehöre, sozusagen als Familienmitglied. Ach so, Eden will Sie nicht, deswegen Ihr Interesse für Kelly, ist es so? Hat Eden gesagt, dass sie mich nicht will? Mein Gott, Sie setzen doch alles daran, Eden Ihrem Mann wegzunehmen. Wenn ich richtig informiert bin, ist doch wohl Eden von Ihrem Mann verlassen worden. Sie sind eine Schmeißfliege. Hören Sie endlich auf und lassen Eden in Ruhe. Verschwinden Sie aus unserer Familie, hören Sie auf, uns auszusaugen. Verschwinden Sie aus unserem Leben. Robert, Tonnells Anwalt hat ein paar wichtige Unterlagen vorbeigebracht und er würde dich gern sofort sprechen. Danke. Entschuldigen Sie mich, Cici. Daddy, ich dachte, dass ich dich endlich mal lächeln sehen würde. Schließlich bekommst du die Firma wieder. Ich will dieses Unternehmen nicht, wenn der Preis meine Tochter ist. Daddy, hör zu, du verlierst mich doch nicht. Überleg doch mal, es ist nicht deine Entscheidung, wenn ich bei Robert bleibe, sondern meine. Ich befürchte, es geht hier weniger um dich. Es ist Eden, die er will. Es hat irgendwie den Anschein, dass du nur zufrieden und glücklich bist, wenn du dir Sorgen machen kannst. Ja, ich weiß, dass es albern klingt, aber er hatte so einen komischen Gesichtsausdruck. So, als ob er etwas verheimlichen wollte. Er war so beiläufig. Ich weiß genau, da stimmt irgendwas nicht. Da liegst du falsch. Sascha ist nicht seine Wellenlänge. Mason stand schon immer auf außergewöhnliche Typen wie dich. Danke. Sehr beruhigend. Wer weiß, was diese Hitze bei Mason angerichtet hat. Aber offensichtlich betet er dich an und du weißt, ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt. Die Frage ist nur, wie weit du deine Nachforschung noch treiben willst. Du weißt, Lionel hat mich betrogen. Trotzdem war ich die einzige Frau, die ihm was bedeutet hat. Ich könnte das einfach nicht... Willst du es nicht aufmachen? Nein, ich bringe es zurück. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mir einfach was nach Hause zu schicken? Wohin denn bitte sonst etwa? In deinem Büro, Julia, ist doch auch dort. Du hättest es gar nicht schicken sollen. Hör mal, du hast mir versprochen, dass du dich zurückhalten würdest. Ich habe es ja versucht. Sascha, doch. Das funktioniert nicht. Sag sowas nicht. Ich liebe dich nicht, verstehst du? Das hast du schon mal gesagt. Aber du bist es gewesen, der sein Leben riskiert hat, um mich vor Anthony zu retten. Warum bist du gekommen? Du hättest doch zu Hause bleiben können, bei Frau und Kind. Das war einfach nur Verantwortungsgefühl, keine Liebe. Weißt du, es ist mir völlig egal, was du dazu sagst. Aber immer wieder tust du irgendwelche Dinge, die mich in dich verliebt machen. Das ist dein Fehler. Ich war allein in Palm Springs. Ich habe dort allein Weihnachten verbracht. Doch der Einzige, von dem ich geträumt habe, warst du.
das ist die Wahrheit, Mason. Ich weiß einfach nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Wenn du mich wirklich so sehr liebst, wie du sagst, dann hör auf, dich weiterhin in mein Leben einzumischen. Ja, du hast recht, du hast absolut recht. Ich habe, um an dich heranzukommen, sogar Cici schöne Augen gemacht. Mason, ich will dich unbedingt für mich. Ich möchte für immer bei dir sein. Hör schon auf damit. Du hörst scheinbar gar nicht das, was ich sage. Du hörst nur, was du hören willst. Erinnerst du dich nicht an Palm Springs? Ich habe dir nie gesagt, dass ich dich lieben würde. Das ist doch nicht nötig, ich weiß es. Jetzt hör doch mal. Selbst wenn ich gar nicht mit Julia zusammen wäre, auch dann würde nichts aus uns werden, Sascha. Ich würde vielleicht mal mit dir schlafen, weil du eine wunderschöne Frau bist. Aber ich würde dich nie heiraten. Und ich würde auch nicht bei dir bleiben. Ich habe nie versprochen, dass ich das tun würde. Und du erinnerst dich wohl immer nur an das, was du möchtest. Du solltest das Päckchen aufmachen. Nein. Es wird deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Sascha, gib bitte auf. Ethan. Darf ich rein? Ja, natürlich. Danke. Ich bin überrascht, dich zu sehen. Ich dachte, wir wollten uns nicht mehr sehen, bis du die ganze Sache klargestellt hast. Richtig. Heißt das etwa, du hast Laura verlassen? Ich muss sagen, dass ich mir wie in einem schlechten Spiel vorkomme. Gina, ich will eine klare Antwort. Laura ist völlig davon überzeugt, dass du alles versuchst, um uns auseinanderzubringen. Wovon redest du, sag mal? Ich hatte ehrlich gehofft, das sagst du mir. Was soll ich dir sagen? Was behauptet sie denn, was ich tue? Sie hat sich ja schon so eigenartig verhalten, als ich sie heute im Dschungel traf. Ich meine, wie soll ich mich denn überhaupt rechtfertigen, wenn ich gar nicht weiß, was man mir vorwirft? Laura wird erpresst. Nur darum geht es. Und ihr denkt von mir? There's somebody I'm longing to see. Dass Sie zu meinem ersten Auftritt gekommen sind. Sie singen wundervoll, Sascha. Danke. Aber das da gefällt mir wirklich gut. Es ist ein Geschenk. Schön, dass es Ihnen gefällt. Wo ist Mason? Keine Ahnung, ich dachte, ich würde ihn hier treffen. Nein, er ist nicht hier. Wie war es zu Weihnachten in Palm Springs? Weniger schlimm, als ich zuerst dachte. Naja, ich habe mir die Zeit mit süßen Erinnerungen vertrieben. An Tonnerre? An wen sonst? Falls Sie doch noch Mason sehen, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn gesucht habe. Sicher.
Alles Gute, Julia. Das ist meins. Ich glaube, es war mal ein Geschenk von Anthony für mich. Geben Sie es mir wieder, bitte. Danke vielmals. Guten Abend. Guten Abend. Robert, ich hätte für Sie ein nettes Angebot. Ich werde Ihnen diese zauberhafte kleine Schneekugel eintauschen gegen Capwell Enterprises. Na, bald können wir uns vor solchen Angeboten kaum noch retten. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich denke nicht. Trotzdem, vielen Dank. Ist Ihnen auch klar, was Sie sich gerade entgehen lassen? Ja, ich kann es mir gut denken. Und worauf Sie sich einlassen, wenn Sie meinen Vorschlag ablehnen? Auch das. Tja, dann sind Sie ein noch größerer Narr, als ich dachte. Was ist? Voilà. Oh, Tornells Liste. Armer Anthony, möge er in Frieden ruhen, obwohl ich nicht weiß, wie das gehen soll in dieser Hitze. Er hat sich ständig mit solchen bösen Individuen umgeben, aber er hat sich selber geschützt, indem er die Besten behalten hat. So hatte er immer die Kontrolle und diese niedliche kleine Liste war seine Versicherungspolice und die habe ich jetzt. Aber Sie können sie nicht verwenden, Ihnen gehört ja nichts von der Firma. Aber Robert würde sie nützen. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen durfte, doch er hat's getan. Alles, was mich interessiert, ist ein schäbiges Unternehmen von der riesigen Masse, die Sie besitzen. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie Sie den Rest kontrollieren können. Wirklich nett von Ihnen. Augusta, er will die Firma wieder an meinen Vater verkaufen. Aha. Ich würde Ihnen raten, über mein Angebot nochmal gut nachzudenken, Robert, bevor die Wölfe Sie umkreisen. Ich habe nicht vor, mir etwas anzueignen, was Anthony gehörte. Nicht seine Liste, seine Schuhe und auch sonst nichts. Nein, wir haben das Geschäft abgeschlossen. Das ist leichter gesagt als getan. Es ehrt Sie, dass Sie für eine Herzensangelegenheit Ihr persönliches Überleben riskieren. Ich muss zugeben, die Geschäftspartner meines Mannes waren nicht so romantisch. Die fressen Sie bei lebendigem Leib. Dann werden Sie feststellen müssen, dass ich schwer zu verdauen bin. Wozu wollen Sie die Liste eigentlich haben? Geben Sie sie Robert. Oh ja, natürlich werde ich das, wenn es soweit ist. Diese Liste ist mein Handelsobjekt. Das heißt, mit dieser Liste habe ich die Möglichkeit, überall die Bienenkönigin zu sein. Aber ohne sie bin ich nichts als eine Drohne. Kaufen Sie sich doch irgendeine andere Firma. Und nicht ausgerechnet Capwell. Es sei denn, Sie hassen meine Familie immer noch. Oh, sehen Sie das nicht so persönlich. Capwell Enterprises ist nur ein kleines Zuckerstückchen, was mich über meine Verluste hinwegtrösten wird. Sehen Sie, diese letzten beiden Jahre sind wirklich sehr schwierig für mich gewesen. Darum habe ich mir für das neue Jahr etwas vorgenommen. Von nun an gilt, was immer Augusta will, das kriegt sie auch. Robert, ich kann nur hoffen, Sie ändern Ihre Meinung. Bevor es zu spät ist. So wie du aus dem Fitnesscenter gestürmt bist, muss dich das, was du in deiner Handtasche gefunden hast, sehr verwirrt haben. Ja, weißt du, ich würde eigentlich nicht so gern davon sprechen. Es ist kompliziert und da sind doch noch andere, die es betreffen. Unter anderem meine Schwester, nicht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau und ich möchte erst mehr herausfinden, ehe ich darüber rede. Ich hatte gehofft, dass sie sich mal ändern würde, aber keine Chance. Sie wollte immer genau das haben, was du hattest. Und so oft hat sie es gekriegt. Nun, du hast es geschafft. Es war irre, euch drei zu beobachten. Dabei konnte man einiges über euch lernen. Ja, man konnte etwas über Psychopathen lernen. Es ist schön, dich lachen zu hören. Du hast mich immer zum Lachen gebracht, hm? Würdest du vielleicht gerne was trinken? Also, ich hab genug hier. Hm? Könntest du vielleicht etwas Eis holen? Es ist im Eisschrank, in der Küche, da ganz hinten. Okay. Da sind seine Schlüssel. Wer sagt's denn? Bitte, da sind sie. Also, Gina. So, da bin ich. Oh, ich habe gerade deine Supertasche bewundert. Ja, sowas verkaufen wir im Club. Vielleicht werde ich mir eine kaufen. Danke. Ich schlage vor, dass wir jetzt auf unsere Freundschaft trinken. Und auf die guten alten Freunde. Nur auf die, die immer Freunde bleiben.
Ach, da bist du ja. Ich bin nach Hause gekommen und habe erwartet, dass die Reste vom Truthahn schon auf dem Tisch stehen, aber du warst nicht hier. Ich musste noch was Wichtiges erledigen. Was ist das? Das Paket, das sie uns nicht zustellen konnten, weil wir nicht zu Hause waren. Wer hat es geschickt? Ein Klient, genau das hatte ich vermutet. Erinnerst du dich an diesen Fall von Unterschlagung letztes Jahr? Da hatte man den Präsidenten einer Firma für Damenunterwäsche wegen Veruntreuung vor Gericht gebracht. Boyle war sein Name. Ich paukte ihn frei und es kam raus, dass seine Frau, die auch die Buchhaltung machte, die Übeltäterin war. Er war so dankbar, dass er dir, bevor er seinen Laden dicht gemacht hat, ein großes Paket mit Mustern seiner Unterwäschekollektion schickte, wenn ich mich recht erinnere. 12 Dutzend rotgepunktete Seitenslips. Ich habe einen davon an. Was für ein Zufall. Also, Mr. Boyle genießt die Früchte seines Schaffens in Palm Springs mit seiner neuen Frau und er schickt uns das hier. Das ist ja nett. Ja, nicht? Hast du wirklich gerade eins von diesen niedlichen, rot gepunkteten Dingern an? Willst du es sehen? Ich dachte, du wolltest jetzt essen, Ich bin gefährlich offen für alle dich betreffenden Vorschläge. Manchmal habe ich direkt Angst davor. Naja, ich hörte zufällig, wie ihr euch darüber unterhalten habt. Wieso hast du mir denn das nie gesagt? Weil ich fand, dass es mich überhaupt nichts angeht. Ich dachte nicht, dass es dazu kommen könnte. Ich meine, jetzt verstehe ich erstmal, warum Laura sich so furchtbar komisch benommen hat, als sie mich traf. Sie hat scheinbar gedacht, dass ich irgendetwas Schlimmes getan hätte und war offensichtlich begeistert. Wir hatten auf dem Hof das Geld versteckt. Du solltest wirklich wissen, dass ich dich in meinem ganzen Leben niemals erpressen würde. Ich würde so etwas auf keinen Fall machen. Gina, du sollst dich hier auch nicht rechtfertigen. Ich stehe so unter Druck. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn das bekannt wird. Anfangs hatte ich die Sache ja unter Kontrolle. Aber von dem Moment an, wo du da irgendwie drin gehangen hast, da hielt ich das alles nicht mehr aus. Ich könnte den Typen erschlagen, der dir das antut. Ich meine, es lässt die Möglichkeit, dass wir jemals zusammenkommen, in weite Ferne rücken. Oh, Ethan, ich brauche dich mehr als alles. Gina, ich brauche dich auch. Das Einzige, was mich diesen Albtraum durchstehen lässt, ist die Gewissheit, dass wir zwei irgendwann zusammen sind. Wie denn? Du darfst Laura jetzt nicht allein lassen. Ja, du hast ja recht. Wenn sie einen von diesen Briefen bekommt, wird sie jedes Mal ängstlicher. Das ist es. Und sie fürchtet sich wahnsinnig. Und ich werde wütend auf sie. Ja, ich werde total wütend. Und dann fühle ich mich natürlich schuldig. Wenn das alles nur vorbei wäre. Es geht vorbei, das weiß ich. Und Schatz, fühl dich nicht schuldig. Du tust alles für Laura. Du warst immer da für sie. Es ist Zeit, dass ich mich auf den Weg mache und Brandon aus der Bibliothek hole. Er liest im Moment alles, was er erwischen kann über Steven Spielberg. Kommst du mit? Ja. Siehst du, Gina, mit euch zusammen zu sein, ist genau das, was ich brauche. Vielleicht änderst du deine Meinung, wenn er vor dir steht mit seiner Videokamera. Wieso? Der bringt dich dazu, Sachen zu machen, von denen du nicht mal zu träumen wagst. Das tue ich doch jetzt schon. Immer das Bedürfnis, dich festzuhalten. Das geht mir auch so. Es ist schwer, so nah bei dir zu sein und trotzdem so weit weg von dir.
Es ist ja so, dass wir beide versuchen, das Richtige zu tun, doch unsere Herzen wehren sich dagegen. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich die Ehe meiner Freundin kaputt mache, Eve. Das tust du nicht. Sie fing an, sich aufzulösen, als Laura begonnen hatte, sich total zu verändern. Aber wenn ich nicht aufgetaucht wäre, hättet ihr beide wieder zusammenkommen können. Nein, das funktionierte nicht. Das haben wir doch versucht. Ich finde es furchtbar, dass Laura auf einmal meine Rivalin ist. Sie war mal meine Freundin. Und ich mag sie immer noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Sie ist so sehr auf dich angewiesen. Ich verstehe, wie mies du dich jetzt fühlst. Das ist wahr. Ich denke, ich werde die Sache irgendwie durchstehen. Aber das ist alles. Das ist alles, was ich weiß. Da wäre noch etwas. Ja? Du bist der wundervollste Mann der Welt. Oh, Gina, also weißt du, im Moment fühle ich mich nicht so wundervoll. Gina, ich weiß doch ganz genau, dass wenn ich diese Sache durchgestanden habe, ich auf keinen Fall ein Doppelleben führen werde. Ich trenne mich von Laura. Ethan. Und ich verspreche dir, das wird sehr bald sein. Ich werde es dir sagen. Dann werden wir geschieden und dann komme ich zu dir. Ich meine, du glaubst mir doch, Gina, oder? Ja. Ich werde warten. Ich habe dich zu Unrecht verdächtigt. Bitte hör auf. Schon vergessen. Du musst jetzt gehen. Ja. Ja. Ich bring dich nach Haus. Ja, okay. Mist. Aber deiner war gut. Ja, das war... Ich hatte gerade einen furchtbaren Gedanken. Welchen? Was, wenn das Essen fertig gewesen wäre? Dann wäre es jetzt kalt. Ein wahrer Test unserer Liebe. Ich denke, es beweist eher die Macht von rot gepunkteten Slips. Ich höre nichts. Du etwa? Es ist vielleicht Mrs. Cobb. Na gut. Hallo? Stell dir vor, hier ist tatsächlich deine Schwägerin. Ich möchte dich unbedingt sprechen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir etwas zu bereden hätten, das nicht bis morgen warten kann. Denk an Palm Springs. Julia ist nämlich hier gewesen und interessiert sich auf einmal merkwürdigerweise für diese Stadt. Du erzählst mir da eigentlich nichts, was ich nicht auch schon lange weiß. Mag sein, aber ich habe hier etwas, das du bestimmt gern sehen würdest. Ein paar sehr bemerkenswerte Fotos aus Palm Springs. Ich warte auf dich. Du solltest einen Weg finden, so schnell wie möglich hier zu kommen, okay? Bis gleich. Ist gut. Und, wer war das? Das war mein Vater. Er sagt, er will mich sofort sehen. Er ist vollkommen fertig wegen der Sache mit Robert Barr. Also ich befürchte, da ist schon wieder was schiefgelaufen. Ich habe ja versucht, es ihm auszureden, aber nun muss ich rüberfahren und nochmal über alles sprechen und zum tausendsten Mal das ganze Geschäft von vorn überdenken. Also, ich bleibe nicht lange. Oh, das habe ich schon mal gesagt. Bitte, tu mir den Gefallen und verschwinde diesmal nicht wieder, hm? Ich werde es versuchen. Ja, ist gut. Kelly, wie oft willst du die gleiche Nummer noch versuchen? Wie lange wirst du wohl noch brauchen, um endlich einzusehen, dass ich es mit dieser Partnerschaft ausgesprochen ernst meine? Ich werde jetzt das Boot wenden, Kelly. Das glaube ich nicht. Ich habe die Schlüssel. Also du setzt dich entweder hier hin und hörst mir zu, oder du kannst kommen und sie holen. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan
hier bei RTL.